Und bei mir im Studio ist jetzt Daniela Will. Wir haben es gehört, das Impfen selber dauert noch, aber die Herstellung dieser Stoffe, das war wirklich ein Wettrennen und ist es eigentlich zum Teil noch der Hersteller mit unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn wir da auf Wirksamkeit, Nebenwirkungen und so weiter gucken, wo sind denn da die Unterschiede in den einzelnen Impfstoffkandidaten? Ja, wir wollen uns mal die drei aussichtsreichsten Kandidaten anschauen. Das heißt, die sich wirklich schon auf der Zielgerade befinden in der Entwicklung des Impfstoffes, kurz vor der Zulassung. Das ist natürlich nicht nur der deutsche Hoffnungsträger, also der Impfstoff, der von BioNTech zusammen mit dem US-Unternehmen Pfizer entwickelt wird, sondern eben auch ein Impfstoff eines anderen US-Unternehmens Moderna und der des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca. Und da schauen wir uns mal die verschiedenen Faktoren an. Fangen wir mal an mit der Wirkungsweise. Moderna und BioNTech setzen da auf eine sehr, sehr innovative Wirkungsweise, also eine, die zum Beispiel bei keinem bisher existierenden Wirkstoff so angewandt wird, diese mRNA-Technik. Das heißt, da hat AstraZeneca vielleicht einen entsprechend kleinen Vorteil, weil da eben diese Vektortechnik, diese Vektorimpfstoff, das soll das Ganze werden. Also insofern ein doch herkömmlicheres Verfahren, insofern da AstraZeneca vielleicht ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Wir haben aber eben auch sehr viel über Lagerung, über Logistik, über Temperaturen gesprochen. Und da sehen wir dann, dass es bei dem Impfstoffkandidaten von BioNTech tatsächlich ein bisschen komplizierter aussieht. Kühlschranktemperaturen, das muss man sagen, das können alle drei Impfstoffkandidaten, aber eben unterschiedlich lange. Der von BioNTech, der schafft diese 2 bis 8 Grad, also diese Kühlschranktemperatur, nur 5 Tage lang. Vorher müssen es minus 70 Grad sein. Das heißt, beim Transport, das heißt bei der Lagerung, ist das natürlich eine extreme logistische Herausforderung. Schauen wir auf Moderna. Da ist die Kühlschranktemperatur immerhin bis zu 30 Tage möglich. Das ist schon ein bisschen komfortabler. Bei AstraZeneca sogar bis zu 6 Monate. Wenn wir jetzt aber mal auf den nächsten Punkt schauen, die Wirksamkeit, da würde das Ranking sozusagen eher umgekehrt aussehen. Da wäre AstraZeneca eher das Schlusslicht mit 90% Wirksamkeit. Nur 90%, darauf kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Während Moderna und eben auch BioNTech mit rund 95% da doch ein bisschen wirksamer, ein bisschen verlässlicher zu sein scheinen. Und zum Schluss aber noch mal der letzte Punkt, die Verträglichkeit, die Nebenwirkungen. Alle drei Unternehmen sprechen nur von milden bis moderaten Nebenwirkungen. Das heißt zum Beispiel einer Schwellung an der Einstichstelle. Das sind leichte grippale Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Fieber. Das ist bei allen dreien also auf einem niedrigen Niveau. Aber ganz interessant hier bei AstraZeneca, da konnte man sogar feststellen, dass bei den älteren Testpersonen diese Nebenwirkungen sogar seltener aufgetreten sind. Die Verträglichkeit also besser ist. Und wenn man sich jetzt also sagt, ja, bei 90% Wirksamkeit, warum reden wir da überhaupt über AstraZeneca? Ja, weil es eben natürlich darauf ankommt, welcher Wirkstoff am Ende dann für welche Personengruppe am besten verträglich ist. Und das könnte zum Beispiel sein, dass eben dieser Wirkstoff dann doch für die vulnerablen Gruppen, für die Älteren eben der Wirkstoff ist, der am zielführendsten ist. Aber das muss natürlich jetzt die weiterführende Analyse noch zeigen. Und Daniela, dann haben wir hier noch diese 90%, hast du schon kurz angesprochen. Da gab es aber in den vergangenen Tagen ja fast Stunden unterschiedliche Zahlen. Was genau hat es damit auf sich? Ändern die Testungen im Nachhinein nochmal oder wie kommt man da auf diese Schwankungen? Ja, in dieser letzten Studienphase hat AstraZeneca verschiedene Dosierungsmodelle nochmal durchgespielt, muss man sagen. Und ja, man denkt ja immer, mehr ist mehr. Nein, tatsächlich passt hier auch mal wieder das Sprichwort, weniger kann mehr sein. Zum Beispiel hat man einmal dieses Modell durchgeführt. Probanden haben also erst eine volle Dosis und dann nach einem Monat noch mal eine volle gekriegt. Das hat aber nur zu einer Wirksamkeit von 62% geführt. Und mit erstmal einer halben Dosis, dann einen Monat später eine volle Dosis, da ist man dann eben auf diese 90-prozentige Wirksamkeit gekommen. Und natürlich in der Praxis würde man eben dieses Dosierungsmodell dann anwenden. Und wenn wir das mal vergleichen mit anderen gängigen Impfstoffen, zum Beispiel dem Impfstoff gegen Masern, ja, der ist mit 95% Wirksamkeit noch ein kleines bisschen höher. Aber Impfstoffe gegen Influenza, also Grippeimpfstoffe, die sind in der Regel sogar niedriger, also bei maximal 80%. Und da ist man eben also hier dann doch schon ganz gut aufgestellt. Und noch ein anderer Vergleichswert, die US-Arzneimittelbehörde FDA, die hat sogar für eine Zulassung nur 50% Wirksamkeit vorausgesetzt. Ganz spannend. Daniela, danke dir für diesen Überblick.